Im September 2018 hatte ich endlich mal wieder die Gelegenheit für eine etwas längere Fahrradtour. Meine letzte Reise mit dem Fahrrad, die lag mittlerweile schon über 3 Jahre zurück und deshalb habe ich mich auch schon sehr darauf gefreut, wieder unterwegs sein zu können. Ich hatte insgesamt 3 Wochen Zeit und habe überlegt, wo ich denn eigentlich hinfahren könnte. Und weil ich mich immer wieder gern an meine letzte Tour durch die Alpen zurückerinnert habe, habe ich dann auch kurzerhand entschlossen, wieder über die Alpen zu fahren. Bei der letzten Tour habe ich mit dem vollgepackten Reiserad die 10 höchsten Alpenpässe überquert. Und das war dann doch von allen Fahrradreisen, die ich bis dahin unternommen hatte, die wahrscheinlich schönste. Ihr könnt übrigens alle Videos meiner bisherigen Touren hier auf YouTube anschauen, auf meinem Kanal. Ja, es ging also wieder in die Alpen und losgefahren bin ich in Stuttgart. Ich komme aber eigentlich aus Dresden und ich wohne auch in Dresden. Ich hatte aber, wie schon gesagt, nur 3 Wochen Zeit und wollte davon so viel wie möglich in den Alpen fahren. Und deshalb bin ich schon etwas südlicher gestartet. Von Stuttgart bin ich dann die ersten 3 Tage bis in die Schweiz gefahren, bis zum Klausenpass. Und von da an ging es dann eigentlich fast nur noch bergauf und bergab. Insgesamt habe ich auf meiner Reise bis nach Nizza 1214 Kilometer zurückgelegt, mehr als 20.000 Höhenmeter gesammelt und 11 Alpenpässe überquert. Ich bin hier in Nürtingen vom Radweg jetzt abgefahren, vom Neckarradweg, und fahre jetzt, wie gesagt, Richtung Bodensee. Und jetzt habe ich gerade den ersten Minimalanstieg hinter mir, vielleicht 30 Höhenmeter, und da habe ich erst mal wieder gemerkt, wie das ist, mit so viel Gepäck den Berg hochzufahren. Also ich schwitze auch sofort, das kann ja was werden. Ja, übernachtet habe ich fast immer im Zelt, meistens auf Campingplätzen. Ich habe auch wild gezeltet, aber das versuche ich eigentlich zu vermeiden, wenn es günstige Campingplätze gibt. Pro Nacht habe ich dann ungefähr so 8 bis 12 Euro für einen Campingplatz bezahlt, und ja, im September waren die meisten auch noch geöffnet. Und von den 3 Wochen habe ich insgesamt nur 3 Nächte in einer Unterkunft geschlafen. Ja, ich bin jetzt in Konstanz angekommen. Also Konstanz liegt jetzt im Prinzip genau vor mir. Ich bin jetzt hier, wie man sieht, auf einer Brücke, ja, auf so einer Art über Kanal, der den Untersee mit dem Bodensee verbindet. Also hinter mir, da ist der Bodensee, und auf der Seite, da ist der Untersee, da komme ich her, da habe ich gestern gezeltet. Also es waren jetzt nur 10 Kilometer bis hierher. Ja, und wie gesagt, da hinten kommt dann die Grenze in Konstanz. Vielleicht noch 2 Kilometer, dann bin ich in der Schweiz. Ja, in Konstanz bin ich dann also über die Grenze gefahren und habe die EU verlassen. Kontrolliert wurde ich nicht, ich konnte einfach durchfahren. Und weil ich dann in der Schweiz auch ein paar Tage bleiben sollte, brauchte ich natürlich auch Schweizer Franken. Die habe ich mir dann als erstes in einer Bank geholt, also abgehoben am Automaten. Und ja, von den Schweizer Franken sollte ich dann doch auch einige brauchen, denn Nahrungsmittel waren noch schon ziemlich teuer. Also als Beispiel mal ein Döner ungefähr 8 Franken, also 7 Euro. Ja, und Döner macht schöner, das wissen wir ja alle, aber Döner macht auch ärmer, vor allem ja, in der Schweiz. Naja, egal, das erste Etappenziel hatte ich auf jeden Fall geschafft. Ich war im Prinzip am Fuße der Alpen angekommen, und ja, jetzt wurde es auch landschaftlich interessanter. Ich meine, der Süden Deutschlands ist auch schön, aber ja, die Alpen sind ja nochmal was anderes. Lecker, lecker, lecker. Oh,
Also es geht langsam los mit dem Anstieg. Ich bin zwar noch auf keinem Pass, der kommt morgen erst, der Klausenpass. Ich bin hier irgendwo zwischen Konstanz und Wiel in der Schweiz. Ungefähr, ich glaube, knapp 10 Kilometer vor Wiel. Ja, leider hatte ich nicht auf der gesamten Reise das Glück gehabt, immer schöne, ruhige, idyllische Straßen zu fahren mit wenig Verkehr und viel Platz und so weiter. Manchmal waren es dann auch Straßen wie die hier mit viel Verkehr und mit wenig Platz zum Fahren. Mann, das ist die letzte Scheißstraße hier. Ah, noch so steil. So, erster großer Pass heute. Vierter Tag und es geht hoch zum Klausenpass. Ich habe, was ist jetzt schon, 13 Uhr und ich habe erst, ich glaube, 30 Kilometer weg und bin schon um 8 los, weil ich heute früh noch zur Post gefahren bin und mir gedacht habe, ich muss leichter werden, ich habe zu viel Zeug dabei und habe insgesamt 3 Kilo wieder nach Hause geschickt. Musste mir noch einen Karton suchen, war im Schuhgeschäft gewesen, habe einen Karton bekommen, dann zur Post, 46 Franken bezahlt, naja. Aber ich bin jetzt 3 Kilo leichter. Da steht's, Klausenpass. Jetzt geht's los. Wir sind hier auf 660 Höhenmeter ungefähr. Und es geht rauf bis auf 1900, ich glaube 1950 ungefähr. Fast oben auf dem Klausenpass. Ah, höher hätte es nicht sein dürfen, ich kann nicht mehr. Noch 150 Höhenmeter ungefähr, ich bin jetzt auf 1800. Ah, drei Eiweißriegel habe ich mir reingehauen, weil ich nichts zum Mittag gegessen habe. Ah, ist schon spät heute. Ich muss dann noch was zum Zelten finden. Am späten Nachmittag war ich dann endlich ganz oben angekommen. Das obligatorische Passfoto habe ich dann natürlich auch noch schnell gemacht. Ja, und dann ging es wieder bergab auf der anderen Seite runter ins Tal bis nach Altdorf, wo ich dann entschieden hatte, einen Tag Pause einzulegen. Und zwar gab es in Altdorf einen schönen Campingplatz, ganz in der Nähe vom Vierwaldstätter See, wo ich dann auch mal an meinem Ruhetag hingefahren bin. Und das Wasser war auch gar nicht so eisig, wie ich befürchtet hatte. Es war noch so ungefähr, ich würde sagen, 20 Grad, also ganz angenehm. Am Abend hatte ich dann eine Einladung zum Essen von Karl, der in Altdorf lebt und den ich kurz vor meiner Abreise über die Facebook-Gruppe Radreisen kennengelernt hatte. Und er hatte mir geschrieben, dass wenn ich in der Nähe bin, ich mich doch einfach mal bei ihm melden sollte. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. So, heute Tag 5. Ich habe einen Tag Pause gemacht. Bin hier in Altdorf in der Schweiz und ich habe Glück gehabt, denn der Karl hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Und er hat eine super Wohnung, so eine Loftwohnung. Wenn man reinkommt, ich kann immer zurücklaufen, dass man das sieht. Das ist halt also alles ein großer Raum, voll cool. Und ja, Karl hat mir gerade gesagt, dass er manchmal sogar Bands hier einlädt. Und dann ist da vorne die Bühne. Und dann sind dann so 30 bis 40 Leute, hat er gesagt, hier. Und dann wird hier ordentlich Musik gemacht. Ja, hier draußen ist auch die Terrasse, also voll cool. Das würde mir auch total gefallen, hier, da draußen die Berge. Ja, und weil der Karl selber auch leidenschaftlich gerne Fahrrad fährt, haben wir uns dann beim Essen natürlich auch viel über das Fahrradfahren unterhalten. Es ist natürlich immer schön, wenn man, ich sag mal so, auf Gleichgesinnte trifft und ja, sich so ein bisschen austauschen kann. Und ich muss schon sagen, also ich beneide den Karl wirklich dafür, dass er im Prinzip inmitten der Alpen wohnt. Überall Berge und traumhafte Pässe. Eigentlich wie so ein Eldorado für jeden Fahrradfahrer. Am selben Abend habe ich dann noch auf dem Weg zurück zum Campingplatz jemand anderen kennengelernt, und zwar den Marcel aus Aachen, der wie ich auch mit dem Fahrrad unterwegs war.
Und gestern habe ich den Marcel, der hinter mir fährt, auf dem Campingplatz kennengelernt. Er ist mit seinem, wie man sehen kann, mit seinem Fatbike unterwegs von Aachen nach Rom. Und jetzt sind wir mittlerweile schon auf 1600, 1700 Höhenmeter. Ja, dann auf dem Gotthardpass. Eigentlich wollte ich ja anders fahren, über den Susten, aber jetzt fahre ich über den Gotthard. Dann zelten wir nochmal zusammen. Und morgen geht es dann über den Nufänenpass ins Rhontal rein. Ist nicht steil genug, viel zu einfach. Stimmt? Oh ja, einfach, ne? Easy. So, langer Tag, geht langsam zu Ende. Sind vom Gotthardpass runtergefahren und suchen jetzt irgendwo was zum Zelten. Campingplätze gibt es nicht. Und jetzt sind wir mal ein bisschen abseits der Straße und versuchen hier irgendwo ein Plätzchen zu finden. So, also wir haben was gefunden, wir haben die Leute gefragt, da hinten, weiß nicht, ob man das sehen kann, da hinten ist ein Häuschen und die haben gesagt, die sind einverstanden, wir werden uns dann irgendwo hier hinstellen jetzt. Da ist ja jemand. Ich will nicht. Es ist so nass hier draußen. Ein Spätaufsteher. Es tropft. Ja, alles nass. Ja, nach der regnerischen Nacht hatte dann am nächsten Morgen schon wieder die Sonne geschienen und Marcel und ich sind dann aufgebrochen zum Nufänenpass, hoch bis auf 2478 Meter. Und der Pass hatte es wirklich in sich, es war sehr anstrengend. Mir fehlen vielleicht noch ungefähr 100 Höhenmeter, dann bin ich auf dem Nufänenpass oder Nufänenpass auf knapp 5000, ich kann schon gar nicht mehr reden, so erschöpft bin ich heute. Das war hart. Das war der brutalste Pass, den ich jemals gefahren bin. Ich glaube ungefähr 15 Kilometer lang mit mehr oder weniger konstant 12% Steigung. Das kenne ich von keinem anderen Pass. Als ich dann endlich oben angekommen bin, war Marcel schon lange da und hat auf mich gewartet. Ich hatte einfach länger gebraucht, weil ich für Fotos und Videos immer wieder angehalten habe. Wir sind dann an dem Tag noch bis nach Brig gefahren und haben dort nochmal gezeltet. Und am nächsten Tag trennten sich unsere Wege dann leider wieder, denn für Marcel ging es ja weiter Richtung Rom und für mich nach Nizza. Am nächsten Tag war ich also wieder alleine und bin es dann erstmal ganz ruhig angegangen. Ich hatte eine Flachetappe von Brig nach Martigny, 100 Kilometer ungefähr, aber keine Höhenmeter. Ich habe dann auch nochmal einen Blick auf die Karte geworfen, um zu schauen, wie es weitergeht.
Ja, ich hatte ja von dem Moment an, in dem ich mehr oder weniger in die Alpen reingefahren war, schon drei große Pässe hinter mir, den Klausenpass, den Gotthardpass und den Nufrenenpass und war nun, wie gesagt, in Martigny angekommen und von hier ging es jetzt weiter über den Col de la Forclaz, den Col de Monte, den Col du Telegraph, den Col du Galibier, den Col de Isoar, den Col de Vars, den Col de la Cayolle und kurz vor Nizza noch ein kleiner Pass, den Col de Saint-Raphaël. Ich atmete also nochmal tief durch auf dem Weg nach Martigny und auch in Martigny. Ich tankte nochmal Energie, bevor es dann jetzt also in den anstrengenden Schlusssport nach Nizza ging. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Col du Monte in Frankreich und wenn mich nicht alles täuscht, ist das da hinten das Mont Blanc Massiv. Kann es eigentlich nur sein, so hoch wie das da aussieht und mit dem ganzen Schnee da drauf. Ja, die Kulisse war wirklich beeindruckend am Mont Blanc. Leider hatte ich dann kurz darauf genau in dieser Gegend einen Speichenbruch. Natürlich im Hinterrad, wo ich es nicht selber wechseln konnte, weil ich das entsprechende Werkzeug zum Abnehmen vom Ritzelkranz nicht dabei hatte. Ich war aber gerade in Chamonix-sur-Mont-Blanc, einer kleinen touristischen Stadt, und dort bekam ich dann in einem Fahrradgeschäft das notwendige Werkzeug, um die Speiche auszutauschen. Ich habe dann auch zum ersten Mal auf der Tour ein Zimmer genommen. Zu dem Zeitpunkt war ich seit knapp 2 Wochen unterwegs und das hat natürlich sehr gut getan, mal in einem Bett zu schlafen. Den Preis konnte ich von 45 Euro pro Nacht auf 30 Euro runterhandeln und dann war das schon mal okay. Runter geht's in das Tal und ich muss mal schauen, ich muss nach Albertville, Richtung Albertville. Ich glaube, ich muss da in dieses Tal reinfahren. Heute eher eine Flachetappe. Ich hatte Knieschmerzen gehabt, jetzt schon seitdem ich den Nufrenenpass hochgefahren bin. Der war brutal in der rechten Kniekehle und dann habe ich mich daran erinnert, dass das ja auch mal an der Sitzhöhe liegen kann. Heute früh bin ich aufgestanden nach dem Zelt und dachte mir, es tut noch mehr weh. Habe einfach mal meinen Sattel ein kleines bisschen nach unten gemacht, einen halben Zentimeter oder vielleicht war es auch ein Zentimeter und bin 20 Kilometer gefahren, keine Schmerzen mehr, war sofort weg. Also ich hatte das Bein wahrscheinlich etwas zu sehr durchgestreckt beim Fahren. Ja, jetzt ist nachmittags 15.30 Uhr, habe jetzt schon ich habe gut 75 Kilometer gefahren von Albertville bis hierher. Ich bin jetzt in Saint-Michel-de-Morien am Fuße vom Col du Galibier. Den werde ich heute nicht mehr schaffen. Ich bin hier auf 700 Höhenmetern, aber da oben auf den Col du Telegraph werde ich heute noch fahren. Den kann man von hier aus sehen. Das ist da oben, die Spitze da oben. Da geht es jetzt noch hoch. Ja, die letzten Höhenmeter jetzt und auch die letzten Meter bis zum Col du Telegraph. Habe jetzt, glaube ich, noch 5 Kilometer bis zum Campingplatz. Gab gerade einen kurzen Regenschauer. Hat ganz gut getan, hab gehofft, es dauert nicht so lange, war auch so, hat vielleicht 10 Minuten geregnet und jetzt bin ich gleich oben. Also wenn man irgendwie nach 75 Kilometern fährt, dann nochmal 13 Kilometer steilen Berg hochfahren muss mit dem ganzen Gepäck, das haut schon rein. Ja, oben am Pass dann noch schnell das Foto gemacht und dann ging es noch 5 Kilometer weiter bis zum Campingplatz in Valois, wo ich Yuichiro aus Tokio kennengelernt habe. Ich bin hier auf dem Campingplatz mit Yuichiro. Ja, yeah, Yuichiro. Yuichiro. And my name, what is my name? Ralf. No, Ralf. Ralf. No, Ralf. 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 Yeah, almost. Ralf. Ralf. Okay. wir sind hier in Valois. Ich hätte nicht gedacht, hier überhaupt jemanden irgendwie zu treffen um die Jahreszeit, Ende September. Und dann ist ja ein Japaner mit dem Fahrrad unterwegs. Er fährt von Genf nach Rom. Und wir schauen ja zusammen Fußball. And Yuichiro is drinking more beer than me. He has 3 beers.
two and one, and I have only two. And here we watch Liverpool against Paris. And at the moment it's 2-1. Yuichiro. Hi. Good morning. Good morning. Luckily you have a stove, and thanks to you I can drink a nice hot coffee. And what are you eating? What is that? No, this was a soup, right there? Soup is miso soup, and this is Japanese, it's all soup. Nach der Nacht auf dem Campingplatz in Valois ging es dann am nächsten Morgen weiter hoch zum Col du Galibier auf 2642 Meter. Und im Sommer 2015 bin ich schon mal vollgepackt zum Galibier gefahren. Damals hatte ich unterwegs Luca aus Italien und Thomas aus Holland kennengelernt. Congratulations, we're on the top. We're there. Woo, go. We crashed. Ja, und dieses Mal bin ich den Pass alleine hochgefahren und allein auch fast im wahrsten Sinne des Wortes. Es war wirklich sehr, sehr wenig Verkehr an dem Tag und das war natürlich super. So ruhig, mich hat schon seit bestimmt 5 Minuten kein Auto überholt. Mir kam kein Auto entgegen. Col du Galibier. Also macht das richtig Spaß. So, jetzt bin ich da. Huhu. Das war's. Wie man sehen kann, ich bin jetzt im Anstieg zum Col d'Isoir. Ich habe hier gerade ein schönes Plätzchen gefunden, um eine Pause zu machen. Hier ist ein schöner Tisch, schön im Grün, perfekt. Die Straße ist da unten, von da komme ich, da geht es weiter, den Pass hoch, Col d'Isoir. Mein Fahrrad habe ich im Blick, das steht da. Ja, schönes Fleckchen hier. Das sind jetzt die letzten Meter zum Col d'Isoir. Das war's. Links ist dieser große Stein hier. Und jetzt bin ich oben. Col d'Isoir. Wieder ein Pass mehr in der Tasche. Nach der Abfahrt vom Col d'Isoir ist mir dann noch was ganz Kurioses passiert. Ihr könnt hinter mir ein Auto sehen. Und der Fahrer von dem Auto hat dann einige Minuten später, nachdem er mich überholt hatte, am Straßenrand auf mich gewartet und hat mich rangewunken. Ich habe dann angehalten und wollte wissen, was los ist. Ich wurde gerade erkannt, der Rafael aus Polen hat mich angehalten hier an der Straße und er hat mich gefragt, ob ich einen YouTube-Kanal habe, und er hat mich wiedererkannt. Can I say something? Yes, of course. Yeah, I want to only say that this guy was my great inspiration to do my own journey in the Alps. So. Ich hatte mich natürlich gefreut, dass mich doch tatsächlich jemand aufgrund meiner Videos auf YouTube wiedererkannt hatte. Das war schon irgendwie ja überraschend. Hat mir natürlich gefallen. Es ging jetzt nur noch über zwei große Pässe, den Col de Vars und den Col de la Cayolle, und somit war das Ziel in Nizza so langsam aber sicher in greifbarer Nähe. Manchmal habe ich einfach Lust, so wie jetzt, einfach absteigen und aufhören, irgendwie schlafen gehen irgendwo. Aber da komme ich auch nicht ans Ziel. Ich mache einfach weiter. Wie hat Oliver Kahn schon immer gesagt,
Immer weitermachen. Oh, mir fällt gleich der Arm ab. Umso weiter ich den Stick ausfahre, umso schwerer wird's. Jetzt bin ich oben. Jetzt noch das obligatorische Foto mit dem Passschild. Und dann geht's ab nach Barcelonette auch heute. Und morgen geht's weiter, wieder auf dem Pass hoch. So, mein Pass, Col de la Cayolle, ist geöffnet, wie zu erwarten bei dem Wetter. Und ja, hier kann man sich jetzt entscheiden, welchen Pass fährt man. Nach rechts zum Col Alos oder Col Alo, wie man ausspricht. Weiß nicht genau. Oder den Col de la Cayolle. Wir nehmen den Cayolle. Was steht hier? Noch 27 Kilometer. Ja, 27 Kilometer bis zum Col de la Cayolle. Auf geht's! Ja, der Anstieg zum Col de la Cayolle ist im Prinzip eigentlich kein harter Anstieg. Ich habe mir mal das Profil angeschaut. Es geht ungefähr 1200, 1300 Höhenmeter hoch, aber verteilt auf 27 Kilometer und relativ gleichmäßiger Anstieg. Kann man sich ja ausrechnen, vielleicht etwa im Schnitt 4% Steigung. Zum Ende wird es dann noch ein bisschen steiler, aber ich glaube, sollte einer aus der Kategorie eher leicht sein, ist mir ganz recht. Hab mich schon genug gequält auf der Tour. Ja, so macht Fahrradreisen richtig Spaß, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn das so ist wie hier, Col de la Cayolle, Straße ohne Leitplanken, ohne Straßenmarkierung, hat was von einem Radweg schon fast. Extrem wenig Verkehr, schöne Landschaft, traumhaft. Die letzten Höhenmeter vom Col de la Cayolle, noch 2-3 Höhenmeter, dann habe ich es geschafft. Hier vorne ist schon der Stein zum Foto machen. Oh wow, ich sehe gerade, wir sind deutlich über den Wolken. Da hinten ist das Mittelmeer. Das ist aber eine schöne Ankunft. Jetzt werde ich gleich mal ranzoomen, da kann man das besser sehen. Da sind die Wolken. Und dahinter, da drüber, ist das Meer. Super. Nach der Ankunft am Col de la Cayolle bin ich dann noch 50 Kilometer weiter bergab ins Tal gefahren. Ich habe dann nochmal gezeltet und dann ging es am letzten Tag auf die letzte Etappe bis zum Ziel nach Nizza. Ja, jetzt bin ich hier über irgendeinen Waldweg, weil ich eine Abkürzung fahren wollte, irgendwie auf so eine Burg gekommen. Ich müsste aber theoretisch wieder auf die Straße kommen. Aber ist ganz lustig, wo man manchmal hinkommt, wenn man mal abseits der Wege unterwegs ist. Ich bin hier in Arntrevaux in Frankreich. Und das ist jetzt hier wahrscheinlich irgendwie die Altstadt oder so. Ja, schön. Schick. Der letzte Tag heute von meiner Tour. Heute fahre ich nach Nizza. Und vom Startpunkt heute früh in Arntrevaux, wo ich nochmal gezeltet habe, da waren es 70 Kilometer. Und ich hatte zwei Optionen. Entweder die leichte Variante, das wäre die da unten gewesen. Ja, das kann man vielleicht sehen, da ist so ein Fluss und eine Straße, die lang geht. Da hätte ich lang fahren können. Da unten hatte ich schon 10 Kilometer weg, ich komme von da hinten. Ich bin dann aber über die Brücke gefahren, die da ist, und hier jetzt diesen Hang hoch. Es geht auch noch ein Stückchen weiter, bis da drüber, wo die Sonne jetzt scheint, über den Kamm drüber. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist einfach, weil es schöner ist, dann hier oben auf der Südseite von dem Berg lang zu fahren, mit Blick aufs Meer, als da unten diese ja, monotone, vielleicht auch stark befahrene Straße lang zu fahren. Von der ganzen Tour müssten das jetzt die letzten Höhenmeter sein, die ich gerade fahre.
Ja, und auf einmal war es vorbei. Ich war in Nizza angekommen und meine Reise war zu Ende. Ich blieb allerdings noch 5 Tage in Nizza und machte ein wenig Erholungsurlaub. Die Stadt ist ja für mich wie ein zweites Zuhause. Ich habe hier früher 7 Jahre gearbeitet und habe natürlich noch Freunde und Bekannte, bei denen ich dann auch unterkommen kann. Ich genoss also meine letzten Tage in Nizza und so wie auf meiner ganzen Tour schien auch in Nizza jeden Tag die Sonne. Das machte das Entspannen und Erholen natürlich umso schöner. Außerdem nutzte ich natürlich die Zeit, um meine Abreise mit dem Flugzeug nach Berlin vorzubereiten. Ich habe mir in einem Fahrradgeschäft einen großen Karton organisiert, in dem ich mein Fahrrad transportieren konnte. Und auch sonst habe ich alles verpackt und verstaut. Insgesamt war es wieder mal ein Abenteuer, welches ich lange in Erinnerung behalten werde. Man erlebt auf so einer Reise so vieles in so kurzer Zeit. Man hat Hochs, man hat Tiefs, trifft interessante Menschen aus verschiedenen Ländern und man ist aktiv draußen in der Natur. Ich finde, mit dem Fahrrad zu reisen ist für mich einfach die optimale Möglichkeit, dem Alltag einfach mal zu entfliehen und Geist und Körper etwas Gutes zu tun. In diesem Sinne, die nächste Reise kommt bestimmt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like und teilt das Video. Ihr habt vielleicht auch Freunde, die sich für das Fahrradreisen interessieren und denen das Video vielleicht auch gefallen würde.